Ja, noch eine Gigawatt-Geschichte. Ich hatte Gäste aus Deutschland. Ich hatte Gäste aus Deutschland und ich musste zum Department of Home Affairs. Normalerweise bin ich in Randburg gegangen, das ist ein Stadtteil, der vollkommen in Ordnung ist, aber aus irgendeinem Grund musste ich wegen meinen Aufenthaltspapieren in die Stadt. Und so, wenn ihr Johannesburg Stadt kennt, ist hier nichts im Netze Pflaster. Da gibt es nicht mal schwarze Südafrikaner, das ist eigentlich nur Nigerianer. Und Menschen, die nach Crack oder Prostituierten suchen. Ganz nett. So, und dann sehen wir, so, kein Problem, ich habe Pistole, ich habe Gekoa, interessiert mich ja nicht. Gehen wir dahin und dann bin ich mit denen, die sind mit mir mit. Und ja, sind dann hin und kamen ans Department of Home Affairs und musste dann aber feststellen, die lassen keine Hunde rein. So hatte ich zwei arme Deutsche und meinen Hund, die draußen warten mussten. Und dann habe ich den Hund in die Hand gedrückt und habe gesagt, mach dir keine Sorgen, der weiß, wie das geht. Ne? Und bin rein, ging auch relativ schnell, weil Behörden sind ja eh nicht schnell, aber in Südafrika sind die noch viel langsamer. Und dann kam ich raus und da war zwei Deutsche, die an die Wand des Department of Home Affairs gelehnt waren. Ein tobender Hund und ein ganz großer Halbkreis um sie rum, wo sich keiner, der lang gelaufen ist. Was war denn hier los? Weil normalerweise so schnell dreht er nicht hoch. Das sagt ja, wir standen hier und dann hat uns jemand dumm angelabert und dann hat ihm Kiko kurz erklärt, findet er nicht so gut. Und dann hat er die Menge gespalten wie Moses das Meer.